Schnelles Tagesupdate. Ich bin inzwischen in Montenegro und ich bin heute mal wieder, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Und das scheiß Navi wollte mir Autobahn schicken. Die so, na, leck mich am Arsch, fahr da sich an die Autobahn, so ein Bullshit. Und jetzt bin ich da mal wieder. Hey, das ist unglaublich. Schaut euch das an, wie wunderschön das ist. Da hat es eine mega geile Brücke. Oh! Es ist so eine geile Passstraße und och, es ist, ich fahre, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie lange jetzt. Und die ganzen Bergdörfer und es ist so herzig von, es ist, oh, es ist, fahrt keine Autobahn, fahrt die kleinen Bergstraßen. Es ist unglaublich, diese Erfahrung mit den Einheimischen, es weiß ich nicht, keine Ahnung. Da hat es vor einem Müllauto lang gefahren, das macht halt immer die gleiche Runde und die kennen sich natürlich. Und in den Bergdörfern leben nicht mehr viel, da kennt wirklich jeden jeden. Und die haben so einen Plausch, wenn da mal ein Touri vorbeikommt. Und die haben alle gewunken. Und oh, es ist unglaublich. Oh. Hier ist mal wieder so eine schöne Müllhalde. Sehe ich jetzt gerade erst. Oh, das ist, naja, in jedem Land gleich, ne? Na, Kosovo war es extrem. Also Kosovo war, meine ich bisher, das Schlimmste, was ich gesehen habe. Vom Müll her. Also das war echt, oh, da unten fließt ein Bach. Ja, oh, das ist so geil. Ich bin jetzt wirklich schon sicher 2 Stunden durch das ganze Gebirgstal gefahren. Ja, vom Kosovo rüber. Ich bin auch über so einen Gebirgspass. Und oh. Okay, das war's. Ich bin jetzt, ich habe ein Plätzchen am See mir rausgesucht, weil ich paddeln gehen will. Weil kalt ist es nicht, es tröpfelt halt ein bisschen, aber das ist ja nicht schlimm. Dann ziehe ich mein Trockenanzug an und dann gehe ich eine Runde paddeln. Und dann sehe ich, ob ich da bleibe, je nachdem, wenn sich es einregnet oder irgendwas, dann fahre ich weiter ans Meer. Und fahre dann rüber nach, ich weiß nicht, ob ich, ich fahre erst nach Kroatien rein und dann nach Bosnien. Weil ich mag Kroatien unten, wenn ich jetzt von Montenegro aus reinfahre, kann ich auf so eine Halbinsel fahren und habe ich gesehen, dann kann ich von dort aus, da hat sicher eine Fähre oder irgendwas, und wenn ich paddle ich rüber, dann mache ich so einen kleinen Inseltrip in Kroatien und dann fahre ich wieder ins Inland rein nach Bosnien. Genau, und dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch mal ins Meer fahre, keine Ahnung, ich bin ja mehr, das ist ja viel mehr meins, mehr geht irgendwie gar nicht mehr. Ich werde inzwischen echt zum oder bin es inzwischen schon zum Waldmenschen geworden, kann man das so sagen? Waldbergmensch, schon Wasser, aber halt sehen. Ne? Ich kann das Meer nicht mehr.